Kurt Michalski und Dieter Erler, man kann sagen, Sie sind von einer sehr erfolgreichen Reise zurückgekommen, obwohl man bestimmt nicht davon sprechen kann, dass sie störungsfrei verlaufen wäre. Unsere Zuschauer und unsere Bevölkerung in der DDR weiß von den Schwierigkeiten, von den Erpressungsmanövern Bonns, gerade insbesondere auf dieses Turnier in Chile. Und uns interessiert, welche Reaktion hat dieses Störmanöver, diese Erpressung auf dem Fußballkontinent Südamerika ausgelöst? Wie sind Sie dort empfangen worden und welchen Kontakt hatten Sie zu den Spielern der Mannschaften, gegen die Sie gespielt haben, Dieter Erler? Wir sind sehr gut empfangen worden, hatten einen guten Kontakt zu den Spielern und die Sportler und auch Funktionäre stellen sich ganz krass gegen diese Bonner Machenschaften. Das Publikum brachte das dadurch zum Ausdruck, dass es uns auf den Sportplatz vor dem Spiel noch mehr anfeuerte und auch wenn wir das Feld verließen, uns mit Beifall bedachte. Wir waren praktisch dort in Südamerika die Lieblinge des Publikums.